Hallo, hier ist wieder die Märchenzeit. Beim ersten Pling machen es sich alle ganz gemütlich. Beim zweiten Pling wird es ganz still, damit das Märchen Raum hat zu klingen. Und beim dritten Pling beginnt die Geschichte. Liebe Kinder, habt fein Acht, ich hab euch etwas mitgebracht, denn es war einmal, oder es war auch nicht, die Geschichte vom Stelzenbaum. In der Zeit, in der die Tiere noch sprechen konnten, da lebte einmal in einem kleinen Dorf im Vogtland, das Stelzen hieß, ein junger Schäfer. Dieser Schäfer hieß Christoph. Und Christoph war dafür bekannt, nicht recht arm, nicht recht reich zu sein, aber es ging ihm immer ganz gut. Und vor allem war er dafür bekannt, dass er in seiner Mittagsruhe tat seine Augen zu und herrlichst zu träumen vermochte. Und von diesen Träumen vermochte er danach auch immer zu erzählen. Und deshalb nannten ihn die Leute im Dorf Stelzen auch oft den Traum-Christoph. Und es war einmal an einem Tag, wie an jedem anderen auch, da hatte der Traum-Christoph seine Schafe auf eine Weide geführt und es war Mittag geworden und er hatte sein Mittagsmahl verspeist und da war es ihm wieder so, als sollte er vielleicht etwas träumen und er ging an einen Baum, der recht knorrig einzeln auf einer Wiese stand. Und dieser Baum war recht bekannt, denn er ward von einem Schäfer gepflanzt. Vor vielen Jahren war das gewesen. Und der Baum stand recht knorrig und recht verästelt mit wenigen Blättern da. Und man nannte ihn deshalb oft scherzhaft den Stelzenbaum. Und der Traum-Christoph legte sich unter den Stelzenbaum und tat die Augen zu. Und wie er die Augen zugetan und eingeschlafen hatte, da erschien ihm im Traum es gar so, als läge er noch immer unterm Stelzenbaum. Doch vor ihn trat ein hagerer alter Herr mit weißem Bart und einem Schäferstock und sprach zu ihm: Auf der Regensburger Brück findest du vielleicht dein Glück. Und wie er diese Worte gesprochen hatte, der Alte, da erwachte der Traum-Christoph aus eben jenem Traum und tat die Augen auf und tat die Augen groß und dachte bei sich, oh,
Oh, auf der Regensburger Brücke finde ich vielleicht mein großes Glück. Sogleich lief er ins Dorf und erzählte von dem Traum, den er gehabt hatte. Doch die Menschen lachten ihn nur aus. Sie sprachen, ach Ivo, Christoph, du bist doch nur der Traum, Christoph. Wir kennen doch diese Geschichten. Ach Ivo, Christoph, wir wissen doch, geh nicht deinem Traum nach, geh nicht nach Regensburg, es ist eine Zeitverschwendung. Doch der Traum, Christoph, ward das Gefühl nicht los, dass es mit diesem Traum etwas auf sich hatte. Und weil er das Gefühl nicht los wurde, dass es mit diesem Traum etwas auf sich hatte, ging er los. Und der Traum Christoph ging nach Regensburg. Das war ein Marsch von mehreren Tagen, doch er hielt kaum inne, um zu schlafen und zu essen. Und dennoch kam er in Regensburg an. Und er suchte nach einer Brücke und er hörte von einer Donaubrücke, die es gäbe. Und diese Brücke suchte er. Und an dieser Brücke blieb er 3 Tage. Am ersten Tag ging er über die Brücke hinweg und sprach immerzu zu sich, auf der Regensburger Brücke finde ich vielleicht mein großes Glück. Auf der Regensburger Brücke. Finde ich vielleicht mein großes Glück? Auf der Regensburger Brücke finde ich vielleicht mein großes Glück. Und nach dem ersten Tag schlug er sein Nachtlager an der Regensburger Brücke auf und schlief. Und es war ein traumloser Schlaf. Am zweiten Tag dann, da umrundete der Traum Christoph jede einzelne der großen Figuren, die an der Regensburger Donaubrücke aufgestellt waren. Es waren Heiligenfiguren und Figuren aus Geschichten und Mythen. Und er blickte jeder einzelnen Figur, und es waren viele von ihnen, fest ins Auge und sprach immer zu, auf der Regensburger Brücke finde ich vielleicht mein großes Glück. Und dann ging er zunächst und sprach wieder, auf der Regensburger Brücke finde ich vielleicht mein großes Glück. Und dann ging er wieder zunächst und sprach auch zu dieser, auf der Regensburger Brücke finde ich vielleicht mein großes Glück. Und so verbrachte er den zweiten Tag. Er ging die Brücke auf, ging die Brücke ab und dann wieder auf und ab, bis die Sonne untergegangen war. Und dann bereitete er sich sein Nachtlager an der Regensburger Brücke und schlief ein. Und auch dieser Schlaf war ein traumloser Schlaf. Am dritten Tag ging der Traum Christoph ans eine Ufer der Donau unter der Brücke und sprach immerzu zu sich, auf der Regensburger Brücke finde ich vielleicht mein großes Glück. Und dann ging er ans andere Ufer unter der Brücke und sprach auch dort, auf der Regensburger Brücke finde ich vielleicht mein großes Glück. Und dann ging er wieder ans andere Ufer. Auf der Regensburger Brücke finde ich vielleicht mein großes Glück. Und er ging hin und her und her und hin. Und als es Abend wurde, war er müde. Und er bereitete sich gerade sein Nachtlager für die dritte Nacht. Da trat ein recht stattlicher Herr auf ihn zu. An seinen Händen sah man, dass es ein Handwerker war. Und dieser Herr sprach zu ihm, Junger Mann, ich bin der Schuhmacher. Und ich lebe da drüben im Haus an der Donaubrücke, da gleich das erste am Eck. Und ich muss gestehen, ich kam nicht umhin, euch zu beobachten, junger Mann, dass ihr 3 Tage auf der Brücke auf und ab von Figur zu Figur, von Ufer zu Ufer geht und immer etwas vor euch her sprecht, das ich nicht recht zu verstehen vermag. Und ich frage mich, was soll das denn?
ein so junger Bursche wie ihr sollte doch arbeiten gehen und für sein Lohn und Brot sorgen und nicht 3 Tage auf einer Brücke verschwinden.« Da erklärte ihm der Traum Christoph, wie es sich zugetragen hatte. Er sprach: »Ja, ich bin aus dem Vogtland, aus dem Dörfchen Stelzen hierher gegangen, denn im Traum, in der Mittagsruhe, da war mir ein, ist, da habe ich, naja, also auf der Regensburger Brücke finde ich vielleicht mein großes Glück. Das ist's, wisst ihr? Und nun ja, hier bin ich nun. Ich habe es im Traum erfahren, dass ich auf der Regensburger Brücke mein großes Glück finde. Und ja, deshalb bin ich hier.« »Was? Junger Freund, nehmt's mir nicht krumm, wenn ich's euch sage, aber wie kann man denn seinen Träumen nachgehen? Nur ein törichter Tölpel geht seinen Träumen nach. Ein Traum ist nichts Handfestes. Nehmt mich zum Beispiel. Ich habe heute Nacht geträumt, dass ein alter Mann, ein alter Schäfer mit langem weißem Bart und einem Stock mir im Traum auf irgendeiner Wiese erschienen ist. Und da, ich lag unter einem Baum, der war recht kahl und knorrig. Und der Alte sprach, dass ich zu irgendeinem Stelzenbaum gehen solle und dass ich dort mein großes Glück finden würde. Na hört mal, junger Freund, stellt euch mal vor, ich würde mein Schuhmachergeschäft schließen und irgendeinem Schäfer im Traum nachgehen. Das wäre recht töricht und dumm von mir. Ein Traum ist nichts Handfestes, es lohnt sich nicht, einem Traum nachzugehen, junger Freund.« Doch der Traum Christoph hatte an der Stelle schon genug gehört. Bevor der Schuhmacher weitersprechen konnte, hatte sich der Traum Christoph schon auf den Fersen umgekehrt, hatte sein Nachtlager eilends zusammengeworfen und war in einem eilenden Schritt wieder Richtung Heimat gegangen. Und er lief 7 Tage und 7 Nächte hindurch, und er machte nur Rast, um unterwegs etwas zu trinken. Und er lief und lief und lief. Und wie er nach dem 7. Tage in seinem Heimatdorfe Stelzen ankam, nahm er sich nicht einmal die Zeit, seiner Mutter und seinen Kindern und seiner Frau Hallo zu sagen. Nein, er lief schnurstracks durchs Dörfchen Stelzen auf die Stelzenwiese zum Stelzenbaum. Und dort begann er mit der bloßen Hand, die Wiese aufzuscharren und aufzugraben. Und er grub und grub und grub mit den Händen, bis sie schwielig und gar blutig wurden. Und als er ein gutes Stück in den Boden gegraben hatte, da stieß er auf eine hölzerne Kiste. Und er barg die hölzerne Kiste, die groß und schwer war, aus dem Erdloch, das er mit den Händen gegraben hatte. Und wie er die Kiste betrachtete, da ward er recht müd. Und er dachte bei sich: Oh, ich bin 7 Tage und 7 Nächte hindurchgegangen, habe fast einen ganzen Tag gegraben. Ich will ausruhen. Und da legte sich der Traum Christoph an die Kiste, lehnte sich an und schlief ein. Und wie der Traum Christoph einschlief, da erschien ihm im Traum ein alter, hagerer Mann mit langem weißen Bart und einem knorrigen Stock in der Hand. Es war ein alter Schäfer. Und dieser alte Schäfer trat auf den Traum Christoph zu und sprach zu ihm: Ich bin der Traum Christoph.
Und dann nahm er seine langen, knorrigen Finger und legte sie dem Traum Christoph auf die Brust. Und dem Traum Christoph wurd's warm ums Herz. Und der Traum Christoph, dem Traum Christoph wurd's so warm ums Herz, dass er im Innersten begann zu leuchten. Und er leuchtete nicht nur im Traum aus dem Innersten heraus, sondern auch, wie er da lag, mit dem Kopf auf der Kiste. Und wie er so lag und leuchtete, da leuchtete und leuchtete er immer mehr, und das Leuchten ward ganz er. Und man hat ihn seither nie mehr gesehen. Tags darauf, da kamen einige Schäfer und Menschen aus dem Dorf zum Stelzenbaum und fanden die Kiste. Und in der Kiste steckte ein Schlüssel, und sie drehten den Schlüssel um und sie öffneten die Kiste. Und in der Kiste lag ein großer Schatz aus Gold und Silber und Edelsteinen. Und die Menschen wussten nicht recht warum, doch etwas sagte ihnen, dass sie diesen Schatz nehmen und untereinander aufteilen sollten. Und das taten sie auch. Jeder bekam ein gleiches Teil vom Stelzenbaumschatz. Und weil danach noch immer so viel übrig war, bauten sie im Dorfe Stelzen eine große Schule und ein Haus, in dem es immer Essen gab für die Armen. Und seither, wenn man am Stelzenbaume einschläft, sagt man sich, sieht man ein golden funkelndes Leuchten. Und das war die Geschichte vom Stelzenbaum. Das war die Märchenzeit. Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 12 Uhr findet ihr hier eine neue Geschichte. Bis dann.